Herzlich willkommen zu einem weiteren Play My Time. Yo, Mücke, du kriegst gleich eine riesige Horde. Ich weiß, jetzt wird es Gas geben. Ich bin diesmal Tank. Ihr dürft diesmal in dieser Challenge auf jeden Fall auch Tank sein, wenn ihr uns für diese Instanz herausfordert. Und das wird das gleich richtig lustig, so wie es aussieht. Warten wir mal. Nö, guck mal weiter, auf geht's. Jedenfalls Ich bin da. müssen wir jetzt die Instanz wieder abschließen, bevor ihr das schafft. Ansonsten bekommt ihr einen Steam Keys, wisst ihr ja, könnt uns jederzeit herausfordern. Ihr dürft auf dieser Instanz auch ein Tank sein, wenn ihr wollt, weil wir auch ein Tank spielen, um schneller Leute die Instanzen zu bekommen. Die Instanz, wo ihr uns herausfordert, wie gesagt, dürft ihr auch dann das alles spielen, was wir auch spielen. Ne, bis jetzt kommt nichts. Der Hunter holt gleich die Schlange. Warte. Ich liebe das einfach, dass so reinjumpen. Das macht so Laune als Tank. Also das macht echt Spaß. Das glaube ich dir. Die fallen auch sehr schnell. Naja, der Magier, du machst ja doch richtig Schaden, ja. Ich weiß. Doch, wurde gepult eine. So eine Blöd. So eine Schnecke. Und da kommt der Rest. Und der Matthias regelt. Die machen ja keinen Schaden hier. Slims, die kommen so nett. Warum? Weil man zitter ist und Schaden macht. Wir sind gerade bei 2 Minuten drin, oder? Und wir müssen alle Bosse spielen, ne? Ja, alle Bosse. War ja die Voraussetzung. Genau. Gleich mit, ja. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Der macht echt Laune. Das ist ein geiles, echt geiles Gefühl, den zu spielen. Weil er halt auch extrem tank. Weißt du, wenn er wirklich, wenn es einfach zu viel wird, dann. Ach komm, scheiß drauf. Und tschüss. Ja, kümmert ihr euch um den. Ja, ich kann ja nicht abbauen, das ist das Problem. Was ich meine? Das ist zu weit entfernt. Ja, man merkt, der Bild, den ich jetzt habe, der Hybridenbild, der ist wirklich nur auf Aushalten und Heilung. Okay, warte mal ganz kurz, ich muss kurz relocken. Reload machen. Ich kann nicht auf meine Tasche zugreifen. Ich lass diesen Bug. Let's go. Okay. Dankeschön. Rechnung kommt. Ich weiß noch, wie ich hier den Mage damals in Battle for Azeroth gesuchtet habe. Oh, da war ich stark mit dem. Ich freue mich, wenn ich mit dem Sprung habe, wenn ich den Sprung habe, dass der Sprung auch so eine Fläche macht. Das wird dann richtig geil. Fünf
froh, wenn ich hier mein das alles abbauen kann. Alter, dass du da reindrückst, ne? Ja, ich glaube, ich werde denn heute ein bisschen mit. Willst du heute länger spielen mit dem Team Hunter? Aber ich will nur eine Instanz aufnehmen. Ja, kein Stress. Das ist ja die, dass die Leute ein bisschen Auswahl haben, was sie uns schlagen genau. wollen. Genau. Ich habe das Wichtigste vergessen. Schnell plündern. Also Leute, wenn ihr euch deinen Charakter macht. Ja, genau, bitte denkt an schnell plündern, sonst habt ihr echt das Problem, ja. Das ist bescheuert. Wir haben den Guide gemacht, weißt du? Ja, und selber, naja. Trotzdem passiert uns der Fehler. Ah, nein! Das war gerade knapp, ich wäre fast runtergefallen. Ja, okay, wir haben jetzt eine Ini erwischt, ne? Das ist ja Marodon, letztes Gebiet mit der Königin, ne? Ja. Und ja. Das ist mal. Ich freue mich schon, wenn ich zweimal Blinzeln habe. Meld dann einfach ganz normal Classic an, bitte. Ja. Okay. Ja, stell's dann einfach wieder um. Bam, komm jetzt. Was? Jetzt geht's. Ich wollte grad. Die meisten Arcan-Mages sind so gebaut, dass sie von der Range angreifen. Aber ich bin eher so der Arcan-Mage, denn wie die Melis in der Nähe sind. Ja, weißt wenn du den Opas machst, halt, machen wir halt auch ein Bild dafür. Ja, du hauchst der Demon Hunter wird ja auch mein nächstes Projekt sein. Doch, das ist geil. Das spielt ja auch kaum einer. Also ich habe kaum welche gesehen. Sagen wir mal so, ich hab Agro! Agro! Ja, von dem Kleinzeug, das kann ich ja auch nicht ändern. Nein, ich hab von dem Riesen Agro gehabt, mein Lieber. Ich sag jetzt mal gar nichts mehr. Nein, so. Da macht irgendwie gar nichts. Bitte? Ah, nächste Woche kann ich endlich wieder zu Orbeid. Oh, sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, du kriegst keinen Ärger von deinem Chef. Nö, nö, alles gut. Diese Harakiri-Rüstung sieht geil aus von den Dunkelmondjagd irgendwie. Ist ja gerade das, was du gewinnen kannst. Diese Harakiri-Rüstung da. Achso, die Clown-Rüstung meinst du die oder meinst du die von der Platte? Nee, ja, die kannst du da. Die kriegst du dann, ja. Ja. Ich muss mich da mal mit meinem Ding hier mal reingucken. Weil ich glaube, damit müsste ich auch fertig sein. Mhm. Geht ja schnell eigentlich sowas. Das ist ja, wenn ich keinen kaum Mana habe. Ich muss kurz Mana recken. Moment. Bitte. Kein Zeit, Junge. Du, ja, doch. Komm. So 8% pro Schlag. Ich hier reinhaube ihr. Lol, der Staubwegsprung ging nicht. Wie blöd. Ich habe hier einen Anzeigebacke vom Laufen, guck mal. Siehst du das? Ich mache Moonwalk. Agro, Hilfe! Das ist random, Mama, da kann ich gar nichts. Ja, ich weiß, ich weiß. Mama, ich will nicht, also ich will keine Milch haben von dir. Ah, ich kann nicht mal. Warum springt der? Ja, du willst automatisch. Ich kann nicht mal mehr seitlich fliegen. Das war ein bisschen blöd. So. So, wir bedanken bei uns und wir freuen uns auf die Herausforderung von euch. Wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr euch traut, uns Zeit zu schlagen, einfach bei uns in Discord reinkommen, uns anschreiben auf den Kommis und dann setzen wir uns mit euch in Verbindung und dann dürft ihr diesmal sogar Tank sein. Ich bedanke mich, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!